Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Inia und herzlich willkommen zum zweiten Spider-Man Miles Morales Let's Play. Ja, Freunde, heute geht's weiter mit Folge Nummer 2. Die erste Folge, ihr habt die komplett auseinandergenommen. Über 100.000 Aufrufe, über 10.000 Likes. Ich bin einfach nur überwältigt für dieses kranke Feedback nach so langer Pause auf diesem Kanal. Und das gibt mir natürlich umso mehr Motivation hier für euch durchzuziehen. Und Freunde, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Mich würde es freuen, wenn ihr wie die letzte Folge hier alles auseinandernimmt. Danke auch an alle Neuen, die hier abonniert haben, Freunde. Und ja, ich werde das Spiel erstmal jeden zweiten Tag bringen, weil, wie der ein oder andere schon mitbekommen hat, das Spiel hat nur eine Spielzeit von 7 bis 8 Stunden leider. Nicht so viel wie das normale Spider-Man, was vor 2 Jahren rausgekommen ist. Finde ich sehr schade. Das ist mehr so ein DLC, sage ich mal, wie bei Uncharted The Lost Legacy. Aber wir werden uns deshalb da nicht irgendwie hier überrumpeln, das schnell durchzuzocken, sondern auf ganz entspannt. Ich habe jetzt die Einstellungen auf 60 FPS gemacht. Vorher waren es nur 30 FPS. Also das war total blöd, was ich da gemacht habe. Und jetzt werdet ihr erst sehen, wie flüssig das Ganze ist. Oh mein Gott, Digga, ich bin so gespannt. Und ich würde sagen, wir fortsetzen jetzt mal an der Stelle. Wir setzen fort. Mein Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Ja, danke auch an alle neuen Abonnenten, wie gesagt. Danke an die Daumen. Danke an alle neuen Instagram-Follower. Checkt unbedingt alles in der Beschreibung aus. Little Hope kommt natürlich auch noch morgen wieder, würde ich sagen. Wir starten rein in die heutige Folge. Ich hab Bock, Digga. Spider-Man! Let's go! Yo, Genki. Alter, Rhino? Oh mein Gott, guck mal, wie flüssig. Ja. Wo bist du? Ah? Bist du in die Wohnung gekommen? Ja, nein. Deine Mom hat mich reingelassen. Oh mein Gott. Ey, bitte. Das war vorgestern nicht so. Das war vorgestern nicht so. Bei meiner Eichel, bei meiner linken, bei meinem Fell. Bei meinen Hoden. Du von Rhinos Horn hast oder sowas. Die Bilder von dem Kampf waren echt richtig krass. Definitiv eine Spinnensache. Und definitiv besser als ein Horn. Oh, das klingt echt spannend. Bin gleich oh da. Mein Gott, guck mal, wie flüssig, Leute. Wir hatten letzte Folge 30 FPS, jetzt sind das 60. Guckt euch mal an, wie krank die Kamera da einfach mitgeht. Sofort ist die mit dabei. Digga, das sieht so krank aus wie im Film gerade. Oh mein Gott, Bruder. Das ist so krank. Guck mal bitte, wie flüssig. Ey, das ist flüssiger als nach dem KFC-Essen der Stuhlgang. Bitte, das ist so krank. Wir sind hier einfach im Central Park. Oh mein Gott, Alter. Kommt mal erstmal klar, wie flüssig. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Hey, da, schau mal. Weihnachtsgeschenk von Spider-Man. Mach's auf. Alter, zieh ihn mal an. Ich gebe Deckung. Letztes Mal hat er noch das Geschenk vergessen, haben viele in die Kommentare geschrieben gehabt. Oh mein Gott, das Spiel ist echt Was bisher ist? Von der 10 von 10. Darf man sich im Central Park nicht mehr umziehen? Okay. Wie sehe ich aus? Wie ein Larry. Wow. Miles Morales, Glückwunsch und willkommen in deinem allerersten Superanzug. Ah, das kennen wir doch noch hier. Hier können wir jetzt alles einstellen und sowas. Du hast einen neuen Anzug freigeschaltet. Anzüge können im Anzugmenü aufgerüstet werden. Na, Stadt nice. Aufwärts findest du Teil 2 dieses Supergeschenks. Das war unser Standard-Outfit. So mit Jacke und so noch richtig oldschool. Jetzt haben wir wirklich so einen Anzug. Und das alles können wir hier noch freischalten. Guckt euch das mal an. Hier unten die... Alter, da sehen manche Dinger richtig krank aus. Die müssen wir uns alle jetzt nach und nach freischalten. Ich hab unnormal Bock drauf. Unnormal, das Leute. Das ist erst die Hälfte weiter. Des Geschenks. Was ist die andere? Sag ich dir, wenn ich sie finde. Ey, das sieht so flüssig aus, ne? Schreibt mal bitte jetzt in die Kommentare, wie flüssig das aussieht, ey. Viel kranker als, Willkommen bei als gestern. Just the Facts mit mir, eurem einzig wahren Wahrheitsbringer, J. Jonah Jameson. Was? Pete lässt in seinen Anzügen Jamesons Show laufen? Was für ein Masochist? Traurige Nachricht, Leute. Meine Weihnachtsspendengala. Ey, Leute, Mann, das ist... Ich bin so überwältigt gerade, weil normalerweise ist es so flüssig nur auf dem PC. Gibt's nicht was Besseres? Es gibt zwei Optionen. Entweder ihr stellt ein volle Leistung, 4K. Oder ihr stellt ein nicht komplett volle Leistung. Wir zocken ja kein 4K, Leute. Und dafür haben wir aber alles flüssig wie Dünnpfiff. Das ist einfach nur so krank, Alter. Ich zeige euch noch in den ersten Folgen hier ein bisschen das Schwingen und so. Ey, wie scharf das aussieht, Alter. Und das ist erst der Anfang der PS5. Die Grafik wird nächstes Jahr und so alles noch viel, viel besser werden. Und ich habe auf meinem Highlight-Kanal ein Video hochgeladen, wo ich über den Controller geredet habe. Für Story-Spiele und so ist der PS5-Controller perfekt. Aber ich finde den für FIFA noch nicht ganz so geil. Boah, Digga, und jetzt muss ich es wieder sagen. Ich muss es wieder sagen, Leute. Guckt euch das Wasser an, bitte. Guckt euch das Wasser an. Ey, warte mal, wir bleiben jetzt genau hier stehen. Und guck mal, jetzt ist schön im Winter. Meine Güte. Guck mal hier.
Guckt euch das an. Bitte. Wie ruhig das Wasser ist. Ey, guck mal, wie flüssig auch, Alter. Das ist so krank, Digga. Das ist so krank. Boom. Und da sind wir angekommen. Hier bin ich richtig. Pete okay. Hat da so einiges vorbereitet. So. Also Spider-Man ist quasi aus der Stadt raus. Wer die erste Folge nicht gesehen hat, zieht euch die rein, Leute. Zieht euch die erste Folge rein. Freu dich auf deine erste holographische Trainingseinheit. Solche Einheiten sind in der ganzen Stadt verteilt. Jede ist auf neue Moves und Techniken spezialisiert. Bei dieser geht es um akrobatische Improvisation. Nimm deine Startposition ein. Holo-Training? Oh, ich bin bereit. Zuerst Luftkampf. Den Gegner nach deinen Bedingungen zu bekämpfen ist ein großer Vorteil. Drücke 4, um einen Luftschleuder. Halte 4 gedrückt. Ja, ah, okay, das kann ich. Angriff in der Luft. Ah, und dann mehrere Male 4-Hex. Richtig nice. Der Schwungtritt. Okay, 4 gedrückt halten, dann können wir den Gegner so nach oben schleudern. Wow, und jetzt. Diese Holotechnologie ist top. Vielleicht könnte ich eine tragbare Version austüfteln. Wie krank ist das? Bam, und dann bam, bam, bam. Bam. Und jetzt in der Luft gebe ich dir nochmal einen Tritt mit. In Kombination, Digga. Das war doch, glaube ich, schon gut so, oder? Oh, da kommen noch weitere. Ein. Ah, okay. Entwaffnung ist auch wichtig. Halte 3, um Gegner zu entwaffnen. Okay. Ja, easy. Drücken wir einfach Dreieck. Entwaffnete Gegner sind ungefährlicher. Oh. Und es ist sehr befriedigend, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Ja, Alter. Einfach mit... Okay, wir können die auch ja. Zu uns ziehen. Der Hammer. Digga, das sieht ein jetzt so flüssig aus. Guck mal, wenn er schlägt und so. Wie krank. Ey, Hammer, Digga. Hammer. Guck mal, wie krank. Das sieht so flüssig aus. Ey, es tut mir leid, aber ich muss das die ganze Folge jetzt sagen. Und jetzt zum Boden reißen. Ach, geil, was ist das denn jetzt hier? Boah, Junge, Junge. Oi, oi, oi. Bitte, wie krank ist das, um einen Luftschleuder auszuführen? Halt, um den Gegner zum Boden zu reißen. Okay, hier. Hab ich gemacht. Und sie machen abgefahrene Geräusche. Oh, shit, Digga. Wow. Boom. Zack. Junge, ich mach meine eigenen Kombis, Digga. Das ist so krank. Man kann hier so kranke Luftkombis machen und dann Dreieck den Gegner zum Boden zu reißen. Und dann finish ja alles. Boah, was eine Kombination das bitte war hier. So, zum Boden reißen. Zack. Ganz easy, Alter. Die haben wir alle hops genommen. Wirklich alle komplett haben wir die jetzt hier hops genommen. Junge, Junge, was zur Hölle geht hier ab, Chat? Ich komme gerade gar nicht klar, ne? Das macht so Bock. Oh mein Gott, wir haben diese Venom-Fähigkeit mit L1. Guck mal hier, Super Saiyajin. Nein, aber komm, lass mal die mal los. Komm. Überraschungsrunde. Ganz schnell. Oh mein Gott, jetzt kommt sogar Venom, Digga. Drücke L1 plus 4x. Oha. Okay, ich hab's drauf. Bruder. Was zur Hölle war das für ein Schlag? Diese Venom-Schleuder zur Hölle nochmal. Ey, das sieht so krank aus, Digga. Warum ist das so flüssig, ey? Das ist so krank. Digga, ich mein's. Zack. Und dann machen wir den Venom-Schmetterer hier. Junge, wie krank, Digga. Als ob ich selber, als ob ich gerade einen Film bin hier. Gib mal deine Waffe her. Zack. Bam, bam. Huh. Und Finisher ist auch noch bereit. Zack. Olle. Und dann kriegst du nochmal hier einen schönen Venom-Schmetter. Zack. Bam, bam. Zack, Luftschleuder. Ich zieh den runter und schmeiß den in die Ecke, Alter. Das ist einfach so gestört. Das ist so gestört. Bluescreen des Todes. Tonnen von Hightech-Zeug zu verkaufen. Oh, shit. Spider-Man! Oh, das sind jetzt aber keine Holographen. Jetzt können wir direkt... Wollt ihr euch welche einfangen? Ja. Na? Okay, woo. Dann los. Woo. Zack, mit Kreis ausweichen. Und dann kriegen wir nochmal hier einen Venom-Schmetter. Na, du? Zack. Und... Oh, Junge. Ihr seid keine Vertrauenspartner. Ey, das ist so krank. Das macht so Laune, ehrlich. Der kommt gar nicht klar. Der kommt gar nicht klar. Gib mir deine Waffe her. Zack. Oh, wir wurden einmal getroffen. Zack, bam. Zack, ausweichen, zack, zack. Dann gibt's nochmal den Venom-Schmetterer. Boom, boom. Ja, guck mal, sollen die noch alle kommen, Digga? Die können alle kommen, wir können ihre Opas, Omas holen, alles. Mir ist scheißegal, Digga. Wir nehmen die alle hier komplett hops, Digga. Uff, zack. Und dann machst du mal Venom-Schmetterer. Boah, Junge, Alter, das ist so krank. Ey, ehrlich, Leute, das ist so krank. Ich kann euch das gerade nicht in Worte fassen, was das für ein Feeling ist. Hier. Zack, zack. Und nochmal gibt's mal jetzt den Venom-Schmetterer. Bam! Keine Stichelei. Komm mal her da oben, hä? Hä? Was machst du da oben? Komm mal runter. Komm runter, oder ich komm zu dir nach oben. Gibt's mal den Finisher, zack und. Bam, Junge! Ey, das macht so.
Das war's für die Technikdiebe. Und jetzt zur Trainingssimulation. Bitte, wie krank flüssig. Ich komme halt gar nicht klar. Ehrlich, das ist anderes Level wieder. Colonel Panic. Ich setze das BIOS zurück. Super. Und ich habe letztes Mal nicht in 60 FPS gezockt, Alter. Leute, aber egal, davon können wir uns jetzt umso mehr freuen. Erstellt. Das muss ich mir ansehen, wenn ich Zeit habe. Ah, okay, jetzt haben wir hier wieder diese ganzen Nebenmissionen, die wir machen können. Guck mal hier, die ganzen Sachen in der ganzen Stadt wieder verteilt. Unglaublich spektakulär, Karte ohne Platzierung. Move-Liste haben wir hier auch noch am Start. Dann können wir sehen, was wir für Kombis machen können. Ja, wir machen schon unsere eigenen Kombis auf ganz entspannt, Digga. Der Rille Peter, der wird das schon alles hinkriegen. Hammermäßig, Digga, hammermäßig. Hey, ich glaube, du solltest auf dem Rückweg bei der Plaza vorbeischauen. Im Vorbeigehen sah es so aus, als wollte da jemand einbrechen. Ja, ich sehe mir das an. Hey, ich will mehr über deine neuen Spinnenkräfte hören. Ich glaube, es ist eine bioelektrische Entladung oder überladene statische Elektrizität. Oh, die braucht einen Namen. Ich wär's mit Venomkraft. Klingt das nicht irgendwie cool? Venomkraft? Okay, nicht schlecht. Ich mach mich erst zur Plaza, dann heim. Denk dran, Venomkraft. Glaub mir, das ist super. Ich bin so gespannt, was hier noch passieren wird. Guck mal links hier, die Reflexion, Digga. Können wir auch ins Wasser rein? Oh mein Gott, wir können sogar schwimmen. Alter, sieht das hier krank aus. Können wir auch unter Wasser gucken? Nee. Heilige Scheiße, Digga. Mama mia. Was ein Wasser, ehrlich, Leute. Unglaublich. Hey Freunde, danke für die Weiterempfehlung des Podcasts. Ich kann einfach nichts mehr sagen, ich bin überwältigt. Ich hoffe, ihr seid auch überwältigt. Ey, und wenn wir das noch in 4K zocken, Leute, schreibt mal in die Kommentare rein. Könnt ihr schon 4K sehen? Würde das gehen? Weil dann würde ich mir jetzt bald einen neuen Monitor holen. Und dann zocken wir noch in 4K, Leute, und dann ist die Quali noch krasser, Digga. Ey, das ist erst der Anfang der PlayStation 5. Wir werden hier alles aufeinandernehmen auf diesem Kanal, Digga. Ich werde die Spiele fühlen wie sonst was, Digga. Spülen wie eine Backpfeife, Alter. Alles werde ich fühlen. Boah, Leute, ey, wir sind schon 12 Minuten am Zocken, Digga. Das kommt mir vor wie 3 Minuten. So, wir sind jetzt am Plaza. Meine Güte, Alter. Alter, ich kann in den Bildschirm reingucken, ey. Wenn das noch 4K wäre, Digga, ich würde so zocken. So, hier, hallo. Hallo, ich bin Simon Krieger. Und wir stehen hier. Oh mein Gott, der sieht echt aus wie Venom, ne? Ich schwör auf alles, ne? Nach seiner Aktivierung wird er genug Energie erzeugen, um ganz Harlem zu versorgen. Sie denken jetzt sicher. Simon, wie ist das möglich? Die Antwort lautet Nuform. Was ist das jetzt? Hier bin ich Physikpräsentation oder was? Nur ein Kanister dieser revolutionären Energiequelle reicht aus, um Harlem mit sauberem, sicherem Strom zu versorgen. Für die nächsten 500 Jahre. Ja, ja. Bald werden wir Reaktoren überall in Manhattan eröffnen. Und dann auf der ganzen Welt. Unser ganzer Planet, angetrieben von UFO. Ja, ja, ja. Alles klar. Wir sind für Sie da. Ich bin so ey, wenn wirklich hier in diesem Teil Venom kommen sollte, ne, dann habe ich alles gesehen. Dann drehe ich komplett durch. Oh. Flüssig, Alter. Guck mal jetzt, L2R2. Woohoo! Mein Gott, guck mal, wie krank diese Reflexion des Bodens, ist bitte. Ist einiges kaputt. Guck, achtet Vielleicht auf den Boden. Haben die etwas gesucht. Guck mal, ich bleib jetzt stehen. Achtet nur auf den Boden, Digga. Diese Reflexion, wie sich das mit dem Licht, Guck nur auf den Boden. Guck nur auf den Boden. Das sieht aus wie echter Boden, Digga. Ich geh kaputt. Digga, also mit guter Grafik, da seid ihr bei mir genau richtig. Ey, wie flüssig das aussieht, Digga. Kame! Boah, das ist L1, Digga. Das ist so krank, ne? Bam, 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 bam. Ah! Okay, Leute, reicht jetzt, Alter. Ich fühle gerade zu sehr, Mann. Es tut mir leid. Oh mein Gott, Alter. Nimm die 10.000 Likes auseinander, bevor ich hier alles ausmache. Nuform gesucht. Oh mein Gott, wer ist das denn? Was hatten Sie nur damit? Oh oh. Was zur Hölle? Wer? Scheiße, wer ist das denn? Hä? Mann, diese Nacht nimmt kein Ende. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, was haben die denn für Riesenhände? Okay. Ah! Was hältst du davon, hä? Was hältst du davon? Oh, wie geil, Digga, das ist so flüssig. Ey, ich komm mal nicht drauf klar, bitte. Ey, ich hab noch nie so flüssig Konsole gezockt, Alter. Normalerweise ist sowas echt nur auf dem PC möglich. Ey, mein Controller ist aus! Ey, das darf doch nicht wahr sein!
Ey, in jedem, jetzt fängt das schon auf der PS5 an. Ich geh kaputt. Auf der PS5 geht der Controller jetzt auch schon aus. Hallo, beruhig dich doch mal jetzt. Okay, weiter. Ich habe mich schon gewundert, warum rennt er auf einmal weg hier? Oha. Wir müssen uns heilen. Finisher. Bam, in die Fresse. Und jetzt ganz flüssig. Komm her. Zack. Erstmal tunnel den gleich schon mal. Testen wir mal die neuen Waffen. Bam, testen wir die neuen Waffen. Ja, will ich sehen, wie wir die neuen Waffen testen. So. Zack, 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 zack. Und boom. Achtung. Er ist in der Luft. Ich bin in der Luft, Digga. Hier. Komm her. Ausweichen. Hast Bock auf einen Venom-Schlag? Warte mal, wo bist du, hä? Wo, wer schießt da auf mich? Wer schießt da? Stell den Sound von links. Wo seid ihr, hä? Ah, da oben. Okay. Na, was hält ihr davon? Junge, wer ist denn das überhaupt? Was haben die da für eine Technologie mit ihren komischen Waffen und allem? Digga. Das sieht so krank aus jetzt, ne? Als ob ich gerade selber einen Film spiele. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, das sieht ja aus wie ein Film, Digga. Das ist einfach gestört, das ist einfach Next Level hier. Auch noch Finisher hier. Boah, ich hoffe, das wird auch auf YouTube alles so flüssig sein. Die Grafik wird jetzt nicht, glaube ich, die krasseste sein. Also auf YouTube, weil YouTube immer alles schlechter macht vom Optischen her. Aber allein schon hier das selber spielen zu können, das ist ein anderes Feeling. Und... Eieieiei, hier zack, zack, zack. Ich zieh den nochmal her. Komm, bam, bam. Ah, wir müssen uns erstmal ein bisschen heilen hier. Komm her, Anaru. Boom. Und boom, boom, boom. Weißt du mal, hier in der Luft kriegt er einen Venom-Schlag. Ah, ne, war kein Venom-Schlag. So, wo sind die alle? Da drüben. Komm, da gehen wir mal rüber. Na? Alter, wie krank das hier aussieht, Mann, mit dem Boden. Ey, das ist okay. Jetzt merkt man die Grafik der PS5. Ich schwör auf alles, Digga. Hier merkt man die Grafik der PS5. Ey, ich komm grad gar nicht klar, ne? Ich komm grad echt gar nicht klar, Leute. Das ist gerade echt Next Level hier. Ey, jetzt merke ich erst, wie krank die PS5 sein wird, Digga. Das ist gerade einfach nur der Anfang. Das ist der Anfang, Digga. Der Anfang ist was ganz Großes, Digga. Ich kann nicht mehr, Digga. Ich kann nicht mehr. Digga, hier die Farben und alles. Das ist... Okay. Das kann YouTube gar nicht verarbeiten, diese Grafik gerade hier. Oha, mein Gott. Oh, oh. Shit, Digga, was? Der Schläger... Netzschießer? Wie können wir denn das machen? Gegen dich verliere ich nichts, Spider-Man! Boah. Zu! Boom, boom! Boah. So, kriegst du den hier von mir durch deine Beine? Na? Bleib du mal schön da hier. Bleibst du mal schön da. Kriegst du mal einen schönen Finisher in deine Fresse? Boah! Bruder, wie das aussieht, ne? Das darfst du keinem erzählen, Digga. Das darfst du keinem erzählen. Echt? Das darfst du wirklich keinem erzählen, was hier wieder abgeht. Babutschka, Alter. Ey. Finisher bereit, ey. Die oben sind noch mehr. Na, Löschen, der will Finisher. Puh! Zu. Spider-Man ist hier. Und wir müssen hier weg. Weg aus dem Bereich oder so. Auf die schmeißen einfach. Zack. Digga, ich könnte das den ganzen Tag machen, ne? Weil das einfach so geil flüssig aussieht. Man hat so die geile Kontrolle darüber, was man hier macht. Und. Also Leute, wenn ihr die PS5 habt, dann dieses Spiel ist Pflicht. Das Spiel ist echt Pflicht. Auch wenn es nur 8 Stunden geht. Es ist... Oha. Wow, gut ausgewichen hier. Okay. Okay, du hast mich verletzt. Wow. Okay. Was machst du jetzt, wenn du voll gespritzt bist mit Spider-Mans Nests? Und bam, durch die Scheibe. Zack, 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 zack. Okay, jetzt erstmal klarkommen. Sie haben von Hochformlieferung geredet. Wenn ich das gleiche finde wie Sie, weiß ich, wo Sie zuschlagen. Okay, untersuche das Büro. Okay. Sie verfolgen Nuform-Lieferung. Aber warum? Roxxon Security, die können übernehmen. Das sehe ich mir später an. Mama Mia, Alter. Mama Mia, Leute. Wir haben die Mission abgeschlossen. Eine machen wir heute auf jeden Fall noch, Digga. Das ist...
Ich muss nach Hause. Oh, Weihnachtsessen hört sich gerade ziemlich verlockend an. Woo! Ich sehe mir diese Gruppe und die Nuform-Sache morgen an. Boom! Und genau perfekt gelandet hier, Alter. Mama mia, ey. Leute, es geht echt zu weit. Endlich ist die Konsole auch mal so flüssig, Alter. Wir brauchen nur noch einen 120-Hertz-Monitor oder 144-Hertz, 4K. Und dann ist hier komplett vorbei. Wir müssen aufrüsten. Da ist er doch. Miles Morales ist mein Name. Ja, super. Mit dem Outfit will er da jetzt rein. Wenn ihn seine Mutter jetzt erwischt, dann tschüss. Das war gerade echt krank, Leute. Das war gerade echt krank. Verdammt nochmal. Boah, dicke Adidas-Schuhe auch noch. Placement auch noch. Sieht mit Adidas? Krank, ey. Wenn ich überlege, ich habe damals Spider-Man auf der PS1 gezockt, ne, und jetzt hier... Ideen für Spider-Anzüge. Mom sollte das lieber nicht sehen. Und jetzt auch noch auf der PS5, Digga. Man merkt einfach, wie sich das alles, wie das alles so vorangegangen ist. Der Fernseher ist so alt wie Abuela. Junge, was ein Fernseher, Alter. Das ist ja noch Röhrenfernseher. Hightech dagegen, ey. Das ist ja ein Röhrenfernseher aus was weiß ich. Ich bin hier noch nicht ganz angekommen. Es ist immer noch Abuelas Wohnung, nicht unsere. Abuela, komm hier, Abuela, von meiner Mutter, von meiner Fufu her. Oh, sieht das schön aus hier. Alles wie gut, schön. Nur gekleckert. Ich mach das eben schnell sauber. Alles okay. Schon okay, Mann. Ay, bendito. Mijo, qué guapo. Gracias, Mami. Wir haben heute einen Gast. Kannst du die Wohnung vorbereiten? Oh, vielleicht Musik anmachen für die Stimmung? Nein, keine Musik, Copyright. Echt jetzt? Deine Wahlkampfmanagerin? Ein Heiligabend? Tja, die Kundgebung morgen plant sich nicht von allein. Danke, dass du alles vorbereitet hast, Micho. Hallo? Wow, wie schön das hier aussieht. Das Spiel kommt eigentlich perfekt raus wegen Weihnachten und allem Möglichen. Das passt einfach wie sonst was, ehrlich. Wir müssen die Wohnung jetzt ein bisschen vorbereiten. Komm, mach was. 15 Jahre in Brooklyn ohne einen Fleck. Geil, Digga. Und dann kommt Harlem. Vielleicht ein Zeichen. Wie das hier aussieht, ey. So. Ja, klar. Schön, dass wir Dads Baum noch haben. Absolut. Alter, der Baum sieht aus wie echt. Nichts ist wie Guckt euch mal den Baum genau. Weihnachten. Das hat er immer gesagt. Tannenzweige, oder? Er hat was gesagt? Aber das ist echt eine sehr gemütliche Wohnung, wirklich. Sehr gemütlich. Ist da ein bisschen so altmodisch, aber sieht schon. Look at that ass, Digga. Die Mutter, ja. Jetzt haben wir. Sicher, ja. Ich hab doch gewusst, das ist eine Milf, Digga. Mama mia. Ist der geheime Gast Onkel Aaron? Un segundo. Du weißt, dass ich ihn nicht hier haben möchte. Un segundo, por favor. Ach, egal. Wir reden später darüber, ja? Nadia, bin wieder da. Wieso kann ich mich nicht umdrehen, Alter? Meine Güte, jetzt geht's aber los hier. Okay, wir müssen die Wohnung ein bisschen vorbereiten. Ja, Musik machen wir als letztes an, Leute, weil Musik hau mal rein. Ich bin stolz, Dad. Ach ja, stimmt. Erinnert ihr euch noch, wo der Vater bei Spider-Man im ersten Spiel gestorben ist bei diesem Anschlag da? Krank, ey. So, lass uns mal ein bisschen hier erstmal gucken, bevor wir hier überhaupt irgendwas machen mit Musik hey, oder so. Hey, warte auf die Essenszeit, bitte. Ja, Ma'am. Okay. Ich glaube, wir haben eigentlich alles, außer die Musik. Es sei denn, wir können uns hier noch ein bisschen umgucken. Schauen, was es hier noch sonst mit so gibt. Musik, hör mal auf mit der Musik jetzt! Die will nur, dass ich Strike kassiere, die Mutter. Die macht Auge. Moms Kandidatur für den Stadtrat ging schnell. Die Leute in Harlem lieben sie. Okay, komm. Keine Platten. Hey, Mom, wo sind Dads Platten? In meinem Zimmer. Danke. Okay, so, gehen wir mal schauen. Ah, guck mal, ich kann uns auch mal einen Spiegel angucken. Oder? Die Haare sind okay, oder? Ja, sind stabil. Stabile Frisur. Mom hat wohl auch noch nicht alles ausgepackt. Hey, diese Tapete ist so typisch Abuela. Abuela. Was ist das? Hier sind doch die Platten, oder? Muss beim Umzug hier gelandet sein. Eine von Dads alten Fallakten. Drehen. Wer ist der Prowler? Ob Dad ihn jemals geschnappt hat? Aha. Die habe ich seit dem Rathaus nicht angefasst. Zurück untersuchen, was ist das? Salsa von Abuela. Für Mom und Dad gab's dann kein Halten mehr. Nehm mal die hier, komm. Nehm mal die hier. Salsa de Abuela.
dann haben wir hier gleich schöne, chillige Musik. Was ist das? Oha. Mama hat hunderte davon bestellt, weil Dad in einem Artikel Spider-Man erwähnt wurde. Wer ist Spider-Man? Wenn du wüsstest, Mom. Hm. Was gibt's für uns, DJ? Die beste Platte aller Zeiten. DJ Öni wieder am Start, wie vor ein paar Tagen. Ach, das liebe ich. Hola, ¿qué tal, mi amore? Willst du heute Abend für uns tanzen? Wir sind wieder da. Ja, das ist die Musik. Musik. Was soll ich sonst noch machen? Oh, es klingelt. Die Klingel ist schon ewig kaputt. Malz, machst du das bitte? Natürlich. Ja. Augenblick, reicht jetzt. Eltern, geh zur Türe. Lass mich doch mal umdrehen, Digga. Warum guckt der die ganze Zeit auf den Arsch? Ich schwöre, ich kann mich nicht umdrehen. Ich kann mich nicht umdrehen. Wow, fantastisch. Oder was ist das denn hier, Alter? Ich freue mich, der Arschmagnet? Chat, ich kann mich nicht umdrehen. Hier, ich drück den rechten Stick. Er dreht sich nicht um. Guck mal, ich versuche links, rechts. So, nach einem Monat. Reicht das? Wie lebt es sich in Harlem? Für mich ist es eine Rückkehr. Oder? Ich bin hier aufgewachsen. Ich weiß nicht, was das soll, ne? Miles gewöhnt sich langsam ein, glaube ich. Ich weiß nicht, Deine was Familie das soll. Deine Familie wohnt immer noch in Sugar Hill, oder? Ja, diese Mann. Musik hier, Alter, da müssen wir aufpassen wegen Copyright, Minuten ne? Hier sein kann. Liest unten mit, Leute, aber ich das muss gerade reden, weil sonst kommt gleich die GEMA und macht den dicken Strike hier rein. Freut mich, dass wir deine Fahrzeit verkürzen. Deshalb vorsichtig. Hallo! Ey, ich kann mich nicht umdrehen, Mann! Miles, kannst du aufmachen? Ja, Sekunde, Mann. Ey, wir haben einen Bug, Leute. Ich schwör auf alles, ich kann mich nicht umdrehen, ne? Ich kann mich nicht haben umdrehen. Haben Sie denn schon alle Ihre Sachen aus Brooklyn hier? Beinahe. Was ist das, Leute, Mann? Eingelagert. Wo guckt das der hin? Das Umzugsunternehmen tauscht in den nächsten Tagen Abuelas Sachen gegen unsere. Ich kann mich nicht umdrehen. Das ist eine ganz neue Wohnung. Ja. Geht zur Tür. Abuela wird sie bei ich ihrem versuch, nächsten Besuch guck mal, hier seht ihr den rechten Stick. Achtet, Leute, ich drehe mich, er dreht sich nicht um. Das war die Wohnung ihrer Mutter. Nimm einfach oder? Einen Bug, Digga. Ja. Ich geh kaputt. Wir müssen nochmal neu starten. Bis gleich, Leute. Ich habe so, jetzt kaputt. Können wir zur Türe gehen. Digga, der war da auf einmal fixiert, Alter. Was war das denn, Mann? Wir hätten einfach einen Bug gehabt. Finn? Hey, die Klingel geht wieder. Wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Wie lange? Monate. Ist viel passiert. Ja, da hast du recht. Ist das unser Ehrengast? Kommt rein, ihr zwei. Essen ist fast fertig. Finn, wie schön, dass du es einrichten konntest. Danke für die Einladung, Miss Morales. Wir haben dich vermisst. Also der da ganz besonders. Hi. Finn, das ist Genki, mein Freund von der Brooklyn Visions Academy. Genki, das ist Finn. Wir sind beste Freunde. Also nimm dir. Oh ja, ihr habt bei der Schulwissenschaftsmesse gewonnen, oder? Mit einem, Energiekonverter. Synchron. Die Verkabelung hier ist total veraltet. Ich kontrolliere die Sicherung. Gracias. Warum habe ich das Gefühl, dass irgendwas gleich passieren wird hier? Wir werden überfallen zu Hause oder so. Ich schalte den Strom wieder ein. Mach den Strom mal wieder ein. Irgendwas wird gleich passieren, irgendwie, glaube ich. Nicht gut. Der Schalter hat keinen Strom. Der ganze Block ist dunkel. Vielleicht kann ich von der Feuerleiter aus irgendwas sehen. Der ganze Block ist dunkel. Schön, dass sie da ist. Wann ich Rick wohl mal wieder sehe? Krass. Wie lange das schon her ist, ne? Glückwunsch, Meizen, für die Welt, die Highschool in aller Welt ist getreten. Okay, komm, wir gucken uns noch mal ein bisschen hier um, was hier noch so ist. Was haben wir hier auf dem Boden? Könnt ihr mal ein bisschen hier umschauen. Was ist denn das? Gut, dass Genki ein paar Wochen bleibt. Wir werden ein paar Nachtschichten einlegen müssen. Oh, man, ich hört schon Polizei und man hört schon alles. Auf ganz undercover. Das darf aber nicht gesehen werden. Ja, drei, um nach Hinweisen zu scannen. Sind noch andere Gebäude dort? Leute auf dem Dach. Ich kann da nicht drauf. Ja, aber trifft den ganzen Block. Hoffentlich sieht mich hier oben niemand. Den Transformator. Ja, aber die Leute auf der Straße sehen den doch. Nicht aus dem Fenster sehen, nicht aus dem Fenster sehen. Ob man draußen was machen kann? Hoffentlich. Wie war? Ja, der klettert einfach ums ganz... Aber rettet sie das Weihnachtsessen? Los. Oha, der macht einfach diese Venom-Energie. Oh Mann, das Licht ist hell. Daran habe ich nicht gedacht. Ich muss so schnell wie möglich rein. Kehre zur Wohnung zurück. Ja, super, Alter. Junge, Junge, vorsichtig. Lass dich nicht sehen. Lenk sie weiter ab, Genki. Der
Genki weiß das, ja. Komm schon, Genki. Ist Miles noch draußen? Moment! Wie wär's mit einem Foto? Was, jetzt? Ja, naja, schöne was Momente soll man festhalten. Ist der dumm? Warten wir nicht auf Miles? Nein, er hasst Fotos. Oh mein Gott, als ob alle die das nicht zusammen. Hören. Spaghetti! Tolles Foto, tolles Foto. Oh, krank, Digga. Miles! Wer hat Hunger? Setzt euch schon hin. Was ist das denn? Ich mach das. Ich glaube, es... Ist das ein... Ich glaube, das ist eine Weihnachtsgans. Ah, schon wieder Musik, Alter. Lass doch die Musik aus, Mann. Lass mich doch mal in Ruhe. Let's playen hier, Alter. Die machen da immer extra diese Musik rein, damit ich immer schön hier einen Copyright-Strike kriege. Hey, man kennt's doch hier, ne? Jetzt erstmal schön was essen. Ja, Familienliebe, okay. Schön. Stoß an. Ja, ich krieg auch immer richtig Hunger, Alter. Ich hasse das, wenn man im Spiel am Essen ist, ey. Und dann krieg ich auch Hunger, Mann. Ich habe so einen Todeshunger, ich gehe kaputt. Unnormal Hunger habe ich. Ja, so, wir genießen jetzt die familiäre Zeit. Ich bin gespannt, was es hier noch passieren wird. Es wird auf jeden Fall bestimmt krass werden, Leute. Das ist das erste Spider-Man-Spiel für die PS5. Das muss krass Phil, werden. Erzähl uns doch mal, was du so machst. Bist du immer noch im Robotik-Club? Das nicht mehr. Aber ich studiere Biotech in meiner Freizeit. Nerd. Ah, sagt der Typ, der immer mit Krawatte zur Schule geht. Hey, immer nur dienstags. Arbeitet dein Bruder Rick noch bei Roxxon? Ich weiß wirklich nicht, wie irgendwer nach ihrer letzten Wahlwerbung noch da arbeiten kann. Die hat Simon Krieger echt schwer getroffen. Oh, da fällt mir ein. Genki, du kennst dich doch mit den sozialen Medien aus. Kannst du für die Kundgebung morgen Werbung machen? Ja, um Mitternacht wissen es alle. Manchmal glaube ich, Simon Krieger selbst ist mein Gegner. Roxxon hat hier so viel Einfluss, aber sie hören leider nur auf ihre Aktionäre. Harlem braucht jemanden, der für das Viertel kämpft. Das ist Moms Wahlredestimme, falls dir das nicht klar ist. Wollen Sie das lesen, bevor ich es poste? Ja, noch nicht abschicken. Was sollen wir wetten, dass die bald zusammenkommen, die zwei? Miles und diese Finn. 100%. Boah, die Grafik also, ist aber echt was ist gut, mit dir Alter. Los? Was meinst Guck mal, du? Diese Finn, du wirkst irgendwie abwesend. Willst du darüber reden? Alter, wie krank nicht die heute. Auflösung ist, Mann. Es ist Weihnachten. Hey, wie kommst du mit eurem Umzug zurecht? Ach, ist schon okay. Ach, du hasst es. Nee. Das ist deine Ich hasse es, aber ich sag's nicht Stimme. Nein, ich kenne hier halt niemanden und ich muss dauernd Leute nach dem Weg fragen. Wichtig ist ein gutes Restaurant und ein Friseur und ein Platz für Basketball. Hey, das wird schon. Wollen wir uns morgen vielleicht mal treffen? Ich meine, nur wir beide? Musst du nicht lernen? Es sind Winterferien. Korb. Die Hausaufgaben verschiebe ich einfach auf nächste Woche. Okay, ich schreib dir. Das Date steht. Ich meine, kein Date. Naja, ein Freundedate. Immer noch genauso wortgewandt wie früher. Ach geil, mach die Küche schmutzig. Mama mia. Ey, Digga, was für ein krankes Intro, Alter. Und ja, Freunde, genau hier machen wir bei der nächsten Folge weiter. Ein neuer Tag beginnt und dieser neue Tag wird übermorgen in der nächsten Folge beginnen. Lasst einen Daumen nach oben da. War einfach nur zu krank, die heutige Folge. Es hat unnormal Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr habt das auch gesehen, wie ich das gefühlt habe, Digga, mit dieser Flüssigkeit, ey, das ist einfach unglaublich. Und ja, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen bei Little Hope wieder, übermorgen bei Spider-Man. Checkt meine Streams auf Twitch aus. Lasst einen Daumen da, checkt Instagram und alles weitere in der Beschreibung aus. Euer Rille Peter ist raus. Lasst einen Daumen da, haut rein und ciao!